Die Bewertung einer Interaktion ist relativ zum eigenen Standpunkt. Stößchen. Zum Beispiel würde ein sehr gewissenhafter Mensch eine Person mit durchschnittlich ausgeprägter Gewissenhaftigkeit bereits als latent schlampig empfinden. Aber dazu später mehr. Kommen wir erstmal zum zweiten Faktor, Extraversion. Extraversion ist der Gegenpol zu Introversion. Ob eine Person eher extrovertiert oder introvertiert ist, lässt sich meist sehr früh einschätzen. Denn gerade dieser Faktor beeinflusst maßgeblich unser Sozialverhalten. Oft wird Extraversion als Geselligkeit verkürzt. Aber Vorsicht, Extraversion ist deutlich komplexer. Geselligkeit und Herzlichkeit sind beides Facetten der Extraversion, aber das eine muss nicht mit dem anderen einhergehen. Ich kann wenige, aber sehr enge Freunde haben. Ich kann aber auch in der Menge baden, ohne mich für den Einzelnen zu interessieren. Was ist nun besser oder gar normal? Nichts. Die einzelnen Facetten der Extraversion können stark auseinanderklaffen. Speziell hier wird also deutlich, dass ein Wert allein kaum aussagekräftig ist. Und dass die Ausprägung eines Faktors nicht lediglich dem Durchschnitt der zugehörigen Facetten entspricht. Unsere The Big Fives stehen als Rockband viel in der Öffentlichkeit. Der Faktor Extraversion steht dabei stark im Vordergrund. Egal, ob auf der Bühne oder hinter den Kulissen, es geht ständig um Selbstdarstellung und Außenwirkung. Die Bassistin Roxy ist die Draufgängerin der Truppe. Immer vorne dabei, keine Show ohne anschließende Party. YOLO! Sie genießt das Bad in der Menge und die Leute lieben sie dafür. Man lebt nur einmal, oder? In ihrer lauten und impulsiven Art fährt sie dabei jedoch stilleren Typen oft über den Mund. Ach komm. Und tritt leicht in Fettnäpfchen. Ist doch nur Spaß. Ein Streit mit ihr eskaliert leicht. Wo ist dein Problem? Wenn nicht einer der bedachteren Kollegen einschreitet. Was? Überhaupt ist überlegtes und organisiertes Handeln nicht gerade ihr Ding. Ich nehme zwei. Wir beobachten demnach eine sehr hohe Extraversion. Eine niedrige Gewissenhaftigkeit. Ey, pass auf, was du sagst. Und eine erhöhte Offenheit für Erfahrungen. Komm her. Und Reizbarkeit. Komm noch. Wie wirkt sich das im Bandalltag aus? Die Show ist gelaufen, es lief mäßig. Das Publikum war etwas zurückhaltend und einiges ging schief bei der Show. Chris hat schlechte Laune. Er zieht sich zurück und widmet sich seinem Schnaps. Jeff schmeißt seine Sticks den Fans zu und hilft dann den Roadies beim Abbau der Bühne. Mike räumt zuallererst sein Equipment zusammen. Sebastian geht zur ersten Reihe vor und quatscht mit den wenigen Fans über seine Gitarre. Na klar, mit Custom-Pickups. Aber Roxy? Die springt von der Bühne, lässt alles stehen und bestellt eine Runde Bier für alle an der Theke. Ja. Damit wäre die Gage dann auch schon fast weg. Kannst du anschreiben. Wie geht es nun weiter? Der Abend ist ja noch jung. Mike will mit Roxy und Sebastian besprechen, was bei der Show schiefgelaufen ist. Hör mal, ich will ja jetzt nicht den Miesmacher spielen, aber... Anstatt sich auf die Songs zu konzentrieren, haben beide beim Posen den Einsatz verpasst. Schieb ab, Mike. Roxy ist aber schon zu betrunken. Und der Auftritt war ja quasi gestern. Sie will feiern. Schieb ab, habe ich gesagt. Die drei zanken, Roxy wird aggressiv, schmeißt Hocker um sich und Sebastian ist genervt. Mike klingt sich aus. Ach. Er kümmert sich lieber schon mal um die Abrechnung und ist als erster im Bett. Sebastian hat keine Lust auf Feiern und trifft im Backstage auf Chris, der sich gerade mit einer Frau unterhält. Weißt du, bei dem Song dachte ich an Morpheus, der in die Unterwelt. Sebastian reißt das Gespräch an sich. Der aus Matrix? Hi, ich bin Sebastian. Und die Frau findet ihn plötzlich viel interessanter. Voll geiler Film. Roxy schnappt sich Jeff und sie ziehen um die Häuser. Komm her. Einige Biere später möchte Jeff einem Polizisten einen Drink ausgeben. Komm schon, gönn dir. Roxy klaut währenddessen das Motorrad. Jeff flüchtet und schläft im Park ein. Roxy geht noch weiter feiern und taucht frühmorgens mit dem Motorrad beim Hotel auf und pennt schließlich im Vorgarten ein. Mike steht früh auf und findet Roxy im Vorgarten. Er hilft ihr ins Bett und stellt das Motorrad sorgfältig auf die vorgesehenen Parkplätze. Also alles in allem ein ganz normaler Abend im Leben einer Rockband.